Sodale, ich habe diesen tollen Sweatstoff gekauft, weil er ist genau das Grau, was ich schon seit Ewigkeiten suche. Und ja, er war super günstig. Ich glaube 2,50 Euro der Meter, also richtig insane, weil das war so ein Restverkauf. Und der hat einen kleinen Fehler drin und deswegen war er so günstig, aber ich schneide einfach um den Fehler drum rum und fertig. Und was ich schon immer nähen wollte, ist so ein ganz normales, was die so Sweatpants, Hoodie-Kombi in Grau, so ganz Standard, Basic Bitch Girl Vibes. That's me. Und dementsprechend werde ich das jetzt nähen. Dieses Video wird höchstwahrscheinlich in zwei Teile gesplittet. Einmal die Hose, einmal der Hoodie. Und ja, ich würde sagen, let's go. Gut, ich habe jetzt das nochmal aufgelegt. Und da eben ist die Webkante hier und hier. Will heißen, der most stretchigste Teil dieses Stoffes ist in die Richtung, also quer. Und längs ist es nur ein bisschen stretchy. Will heißen, meine ganzen Schnittteile werde ich längs auflegen, weil ich sie eben in der Länge, dass sie sich nicht aushängen möchte, sie eben nicht so stretchy haben, aber quasi quer über den Körper, wo sie sich halt auch dehnen soll, da schon. Will heißen, ich fange jetzt unten um mit der Hose und probiere, wenn es geht, mit verkehrt rum auflegen und sowas, dass ich alle Schnittteile aus Ohren zum Streifen rauskriege, damit ich den ganzen Part dann für den Hoodie habe. Also das ist so mein Ziel. Will heißen, ich habe das jetzt wirklich ganz an der Seite angelegt, eine Vorderseite von einer Hose, die mir ganz gut passt. Die werde ich einen Tick verlängern, aber ihr seht ihr das, ich habe da die Schrittnaht richtig schön aufgeklappt und orientiere mich natürlich an dieser Naht und nicht an der Stoffkante, sondern an der Naht. Aber, und das muss ich natürlich dann immer glatt streifen, weil das ist natürlich eingeruffelt, genauso wie unten. Da muss ich jetzt, warte, muss ich mir kurz helfen, weil das muss ich natürlich so aufziehen, wenn ich das abpause, ist eh klar. Gut, will heißen, das werde ich jetzt mal abpausen. Und Rückseite, Vorder- und Rückseite, mal schauen, ob ich das irgendwie so verschachtelt da reinkriege, hoffe ich. Und wie schon gesagt, ich werde tendenziell vor allem, ich werde es wahrscheinlich einen Tick breiter machen. Also sehr großzügig Nachzugabe gegeben. So, Dala, ich habe übrigens 2,5 Meter von diesem Stoff gekauft und dabei ging eben die Hose und der Hoodie rein, aber es war wirklich sehr, sehr knapp. Also geht es lieber auf 3 Meter, wenn ihr euch sicher sein wollt. Und wie ich das jetzt eh schon erwähnt habe, tue ich jetzt meine Hose hier abpausen, tue diese ganzen Gummis glatt streichen und dann sehr großzügig Nahtzugabe geben. Und was ich hier mache, zeige ich nochmal genau. Ich habe eben den Bund nach oben verlängert. Und zwar mit dem Gummi, den ich dann später da drin haben will. Also ich habe ab Pausen quasi von der Originalhose wirklich kurz vorm Bund aufgehört und dann meinen Bund angelegt. Das zeige ich jetzt aber nochmal. Also hier ist der Punkt, wo die Hose eigentlich zu Ende war, also wo der Bund von der Originalhose angefangen hat. Da habe ich jetzt meinen Gummi, den ich später reinlegen will, zweimal umgeklappt und so hoch habe ich dann die Hose gemacht und auf der anderen Seite halt natürlich auch. Und das mache ich natürlich hinten genauso wie vorne, ist eh klar. Und hier sieht man, wie ich quasi die Vorderseite jetzt nochmal abpause. Denkt daran, rechts und links, ne? Ihr braucht nicht zwei Seiten von links, sondern eine von rechts und eine von links. Vor allem, wenn euer Stoff auf der Rückseite anders ausschaut wie auf der Vorderseite. Und genau, das ist jetzt meine Vorderteile und natürlich muss ich die Rückseite auch noch abpausen von meiner Hose. Das ist immer ein bisschen mehr trickier, weil dieser ganze Arsch-Kurve-Dingster-Wumster ein bisschen a pain in the ass ist, literally. Aber das geht sich schon aus und ja, das habe ich dann hier auch abgepaust. Eben auch diesen Bund-Ding verlängert nach oben und dann ausgeschnitten und es ging sich sogar aus, dass ich das dann sogar noch in dieser Breite rausgekriegt habe auf die andere Seite der Hose. Also es ging sich genauso, wie ich das geplant hatte, aus, aber ja, ich musste das ein bisschen nach oben verschieben, wie ihr seht, damit sich das ausgeht. Genau, und nachdem ich diese ganzen Teile zugeschnitten habe, ich habe unten übrigens auch einen Tick verlängert, ja, also unten, weil generell war mir die Hose ein Tick zu kurz, finde ich, und dann habe ich es nochmal verlängert wegen dem Gummi. Und hier sieht man jetzt so ein Viereck, das ich in der Mitte falte, weil das werden nämlich meine Taschen
Und da habe ich probiert, halt die Reststoffe quasi herzunehmen, damit ich so viel Stoff wie möglich spare. Das ging sich ganz gut aus. Also das braucht ihr natürlich zweimal, weil ihr habt zwei Hände. Und da habe ich jetzt den Taschensack, lasse ich oben gerade. Und tue nur die Unterseite ein bisschen schicker machen, dadurch so eine Öffnung von etwa 6 cm mir einplanen und das andere tue ich dann so abrunden. Das schaut jetzt irgendwie so aus. Und das kommt dann hier an der Seite, an der Außenkante eurer Hose dran, vorne und hinten. Und die obere Kante, die ihr gerade gelassen habt, lege ich da hin, wo der Bund anfangen würde. Genau. Und hier habe ich jetzt eine Vorderseite und eine Rückseite der Hose. Und genau, da schaut es nur bitte, dass das eh alles auf derselben Höhe ist, bevor ihr das rechts auf rechts annäht. Gut, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Wunderbar. Und wenn das angenäht ist, könnt ihr die Hosendinger nach Taschendinger nach draußen klappen, das Ganze übereinander legen. Wirklich schön schauen, dass das alles schön deckungsgleich übereinander liegt. Und dann könnt ihr die ganze Seitennaht schließen, inklusive eures Taschensackes. Also ich fange hier oben an, gehe hier rüber, und dann runter bis ganz nach unten. Und dann sieht man wieder, wie unsauber ich gearbeitet habe mit dem Ausmessen. Aber lieber unten ein bisschen zu lang wie zu kurz. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Und dann schon habt ihr so wunderschöne Eingriffstaschen. Ihr könntet die natürlich auch noch absteppen und so. Aber ich finde bei so Sweatpants, ja, ist es eigentlich ganz cool, wenn man die Tasche ein bisschen rausquillen sieht manchmal. Und das schaut jetzt so aus, wunderbar. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich jetzt, ihr habt hier jeweils jetzt ein Bein quasi und das schließt ihr jetzt noch. Will heißen, jetzt ist an der Innenseite jetzt zusammennähen jeweils. Also ihr macht das rechte Bein fertig und das linke Bein fertig. Rechts auf rechts und einfach schließen. Und hier, rupp, da runter. Und wenn ihr dann diese beiden Beine fertig habt, könnt ihr dann diese beiden Beine zusammennähen an dieser U-Naht, die dann später zwischen euren Beinen verläuft, von vorne bis hinten. Und da eben auch rechts aufeinander legen. Und schaut vor allem, dass die Schrittnaht wirklich übereinander liegt, weil das macht das Ganze viel sauberer. Und lieber oben was wegschneiden, wie dass die Schrittnaht irgendwie schief ist und so. Ne? Wisst ihr, das habe ich hier gleich mal adjusted, weil das bei mir so ist. Yeah! Oh man, gut. Also ich tue das jetzt rechts auf rechts zusammen heften, damit das besser funktioniert alles. Und vergesst, passt auf bei sich einen Stretchstoff, das sage ich lieber immer wieder dazu, dass ihr nicht eine Seite aus Versehen dehnt, während die andere Seite entspannt ist, weil dann verzirkt es eigentlich den ganzen Stoff. Also wirklich ganz locker übereinander legen, nicht stretchen. Also auf jeden Fall bei diesen Nähten nicht. Und hier nähe ich eben diese Schrittnaht, U-Naht, nenne ich das immer, zusammen. Und dann habt ihr ja quasi schon eine Hose. Also die Hose ist auf jeden Fall als Hose erkennbar, wenn ihr diesen Schritt dann habt. Und die ist euch oben natürlich jetzt viel zu breit, weil da eben der ganze Bund nur fehlt. Und zu hoch, weil ich ja den Bund dort doppelt genommen habe. So schaut das jetzt aus. Wie schon gesagt, man erkennt eine Hose. Und da habe ich mir zuerst überlegt, ob ich die Taschen quasi dieser Linie entsprechend, wo ja der Bund da entlang laufen sollte später, mit so einem groben Stich quasi fixiere, damit es da glatt liegt. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir unsicher war, ob das funktionieren würde. Aber ich denke tatsächlich, dass es funktionieren würde. Aber ja, ich habe es dann am Ende nicht gemacht und am Ende dann mit der Hand festgenäht tatsächlich, weil es mir dann alles zu wulstig geworden ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein sehr guter Zwischenschritt ist, diese Taschen auf der Vorderseite kurz anzunähen. Gut, also, jetzt fange ich aber an mit dem Bund. Und da habe ich jetzt meinen Gummi von vorher und den habe ich natürlich vorher zusammengenäht zu einem Ring und den natürlich zuerst gecheckt, ob mir der eh passt und ob ich den über meinen Arsch drüber kriege und so, und der sitzt in meiner Taille. Und dann habe ich jetzt, werde ich das jetzt einfach auf der Innenseite meiner Hose dran nähen. Und da habe ich jetzt zuerst einmal die Hälfte eruiert, damit ich das gleichmäßig verteile. Und so arbeite ich mich jetzt durch die ganze Hose durch, will heißen, ich tue da immer die Hälfte eruieren vom Gummi. Wunderbar. Und dann die Hälfte eruieren von der Hose. Und das dann zusammenstecken. Und so wird meine Hose quasi immer kleingliedriger und kleingliedriger. Boah, was für ein Wort, er sagt das mal 10-mal schnell. Und dadurch konnte ich mir einfach sicher sein, dass ich den Gummi ebenmäßig verteile auf diesen ganzen Umfang. Genau, und ihr könnt das echt öfters machen, wenn ihr euch unsicher seid. Also ich habe das wirklich, also ich glaube, ich habe das 8-mal gemacht, damit ich den wirklich schön verteile. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr dann entlang der oberen Kante
einfach den Gummi annähen an die Hose. Und der Gummi ist, wie schon gesagt, auf der Inside und wichtig ist, dass ihr das dehnt dabei. Der Gummi muss gedehnt werden, während den zusammennähen, damit er gleich lang ist wie die Hose, ist eh klar. Also hier und so zusammennähen, genau, im gedehnten Zustand. Wichtig, wichtig, wichtig. Da, brillant, habe ich das jetzt gefilmt, damit man das ja sieht, wie das gedehnt wird, aber man kann es, glaube ich, erahnen, dass ich da immer wieder den Gummi dehne. Aber die anderen Schritte erkennt man besser, die sind auch wichtiger, also das könnt ihr euch etwa vorstellen. Wirklich dehnt den Gummi, damit er gleich lang ist wie die Hose und damit ihr das wunderschön zusammennähen könnt. Das schaut dann, wird wahrscheinlich auch ein bisschen crooked ausschauen und so, aber ist wurscht, weil es kommen jetzt noch zwei Schritte und man sieht diese Naht dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, wie schon gesagt, Kameraführung und Fliege, I'm so sorry. Aber es wäre gleich besser, ich schwöre. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe das jetzt oben an der Kante entlang zusammengenäht. Und natürlich rafft sich das jetzt ein bisschen, weil ich das ja im gedehnten Zustand angenäht habe, ist klar. Und jetzt klappe ich das einmal um, eigentlich zweimal. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr das gerade macht. Und dadurch mich jetzt am Anfang an den Nähten, die ich habe, orientieren, damit ich das wirklich straight runterklappe. Wie man hier sieht, da ist eine Naht. Und dann schaue ich, wo ist diese Naht? Und dann klappe ich das anhand dieser Naht runter. Also ich klappe es eigentlich nur einmal um. Was rede ich denn? Ja, genau. Und hier wieder ein bisschen auseinanderdehnen, dass es glatt ist. Und dann immer wieder so Zwischennadeln setzen, damit ihr das auch wieder genau verteilt. Hier an der Naht orientieren. Und dann immer für die Zwischendinger immer ein bisschen auseinander. Hier wieder Naht. Wupp. Genau, schauen, 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 dass die Naht wirklich übereinander liegt. Seht ihr das? Yes. Und einfach schön glatt streichen. Und dann, jetzt seht ihr, das habe ich jetzt wirklich gut gefilmt. Das muss ich mich fast selber loben. Also, ihr steckt es da unter die Nähmaschine. Und jetzt durch auf dieser Naht mit einem ganz normalen Geradstich, das ist kein elastischer Stich, das annähen. Aber seht ihr das? Ich dehne das währenddessen. Bis zur nächsten Nadel, die ich mir als Hilfe gesetzt habe. Dann nehme ich wieder die nächste Nadel hier, die durch raus, da durch meinen Finger drauf und auseinanderziehen. Und drüber nähen mit einem ganz normalen Geradstich. Der Geradstich ist tendenziell ein bisschen länger, also lieber länger wie kürzer. Und dann nähe ich das jetzt einfach meine Overlock-Naht entlang drüber. Genau. Und immer schön auseinanderziehen, wie schon gesagt. Ich habe das jetzt extra ein bisschen langsamer gefilmt, damit man das gut sieht. So, bis zur nächsten Naht. Raus wieder damit, dann wieder hier Nadel auseinanderziehen, damit es schön glatt liegt und weiternähen. Und so macht ihr das einmal rum. Das ist tatsächlich, es hört sich wahrscheinlich kompliziert an, wie es ist. Es ist tatsächlich relativ simpel und durch das, dass sich das dann eh alles rafft, wenn ihr da so eine kleine Falte reinnäht oder sowas, ist wurscht. Ich meine, ich habe probiert, die Falten rauszustreichen, aber ganz ehrlich, niemand sieht es dann. Also don't worry, schaut einfach, dass ihr nicht zu schräg daherkommt, weil manchmal kann sich das verziehen. Und schaut vor allem, dass wirklich, dass der ganze Bund gleichmäßig auch von der Höhe her ist. Also nicht, dass da, ich streiche da mit meiner linken Hand immer den Stoff ein bisschen nach unten, damit nicht irgendein Überbleibsel Stoff oben im Gummi nur drin hängt. Versteht so jemand? Genau, also immer schön glatt streichen, auseinanderziehen und drüber nähen. Und das macht ihr einmal rum. Und dann habt ihr quasi den Gummi schon mal ziemlich angenäht. Und der kann euch dadurch jetzt auch nicht mehr gescheit verrutschen und so. Ich habe das echt Slow Motion aufgenommen, aber ich dachte mir, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und hier sieht man, dass ich die Taschensäcke auch aus dem Weg gemacht habe, weil die habe ich eben nicht angenäht. Die wollte ich zuerst eigentlich bei diesem Schritt unter dem Gummi noch zusätzlich annähen. Aber das war mir dann zu, ich hatte einfach Angst, dass das alles zu klumpig wird und so, wenn ich das jetzt auch noch unter diesen Gummi reinquetsche. Aber tatsächlich glaube ich, dass das ganz gut funktioniert hätte. Wurscht. Auf jeden Fall, so schaut dieser Gummi jetzt aus. Ihr könntet das theoretisch jetzt so lassen, aber ich möchte es nur ein bisschen mehr typisch Sweatpants-Look. Ich werde jetzt nur zwei Hilfsnähte einnähen. Und das funktioniert genauso wie diese erste Naht. Ich fange hier oben an. Schaut natürlich, dass das evenmäßig verteilt ist, diese zwei Nähte. Ihr könnt euch das ausmessen oder ihr winkt es einfach mit eurem Augen-Dingsbums, wie ich das jetzt gemacht habe. Und mit dem gleichen normalen Geradstich nähe ich jetzt wieder einmal rum. Und wie vorher ziehe ich den Gummi einfach immer glatt da, wo ich gerade nähe. Und da müsst ihr wirklich mit beiden Händen dagegen ziehen und da wird eure Nähmaschine oft hin und her rutschen oder so. Aber es geht eigentlich ganz gut. Und genau, und da sieht man auch, dass ein paar Wellen sich, also trotzdem so ein paar Längswellen sich ein bisschen
werfen. Es ist wirklich wurscht, weil durch das, dass sich das rafft, das sieht man nicht. Don't worry. Ich meine natürlich, was ich ja nicht gesagt habe, aber ich hoffe, das ist klar, nehmt natürlich einen Faden, der die gleiche Farbe hat. Ich meine, ihr könnt natürlich einen anderen nehmen, das wäre dann sehr special, aber ja. Genau so, dann bin ich einmal rum. Wunderbar. Und dann mache ich das ganz genau das gleiche nochmal. Und ihr könnt euch dann natürlich austoben. Ihr könnt da mehrere Bahnen nähen, weniger Bahnen nähen, je nachdem auch, wie breit euer Gummi ist. Ich habe jetzt hier einen sehr breiten Gummi genommen, weil ich das eben voll gern mag, wenn das in der Taille sitzt und eben nicht mich so einschnürt. Ihr könnt da aber einen dünneren Gummi nehmen oder noch einen breiteren Gummi. Das ist natürlich voll eure Choice. Genau. Und so nähe ich jetzt meine zweite Linie. Genau. Was soll ich dazu noch sagen? Jetzt überlege ich gerade. Ich hatte heute echt lecker Frühstück, muss ich sagen. Und ich habe mir eine Banane gegönnt. Das war echt gut. Ich esse sehr selten Bananen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, weil eigentlich Bananen sehr toll sind. Ich hatte mal so eine Bananenphase in Innsbruck, da habe ich jeden Tag Banane gegessen. Aber jetzt esse ich fast nie Bananen. Keine Ahnung. Egal. Also jetzt habe ich meine zweite Spur da genäht und so schaut das Ganze jetzt aus. Und ja, bin super happy und es dehnt sich natürlich alles und so auch, weil also durch das, dass ihr es halt unter Zug angenäht habt, dehnt sich dieser normale Geradstich trotzdem. Und genau das gleiche mache ich jetzt mit meinen Beinen. Und da nehme ich den gleichen Gummi her, damit ich da das same Look habe. Und ich mache das wirklich genau die gleichen Schritte wie oben, halt nur in winzig. Und hier sieht man jetzt, wie ich diese Taschensäcke annähe mit ein paar Stiche, damit die mir nicht in der Hose umeinander fallen. Wie schon gesagt, das ist jetzt nicht die feine englische Art. Sie wäre besser gewesen, wenn ich die ganzen Taschensäcke unter den Gummi quasi noch mit rein gefuselt hätte. Aber es passt so auch, es hält gut. Ich habe es jetzt auch schon gewaschen und alles und das funktioniert einwandfrei. Genau. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Das haben meine Dinge unten. Wie schon gesagt, habe ich genau so gemacht wie den Gummi. Und hiermit ist die Hose fertig. Und angezogen schaut sie so aus. Ich liebe sie. Es ist genau das, was ich wollte. So eine ganz Standard-Basic-Jogginghose in Grau. Das ist ein ganz normaler Sweatstoff übrigens. Baumwolle, nichts Besonderes. Und ich fand es ging eigentlich recht leicht. Also ich muss wirklich sagen, ich nähe ja nicht so oft mit Sweatstoff, wisst ihr ja. Aber es hat voll Spaß gemacht. Es ging super leicht. Die Taschen sind cool. Es ist so gemütlich und es ist auch die super perfekte Länge. Wie schon gesagt, wenn ihr euch bei der Länge unsicher seid, macht es lieber zu lang wie zu kurz. Ist eh klar. Also ich bin super happy von dem Volumen der Hose. Wie schon gesagt, ich habe ein paar Zentimeter dazu zu meiner ursprünglichen Abhaushose. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Hoodie, den ich passend dazu genäht habe, wow, was für Deutsch, dann müsst ihr wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche oder übernächste Woche vorbeischauen, weil da gibt es dann Teil 2 zu diesem Sweatset DIY, und zwar, wie ich diesen Hoodie dazu genäht habe. Und das war's von mir diese Woche und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut derweil. Ciao, ciao.